Nochmal neu connected. So, und da geht's los. Ich merke gerade, meine Kamerafahrten funktionieren nicht mehr hundertprozentig, weil sie die Spawns verändert haben. Aber da dürfte, lasst mich gerade mal schauen, der hier dürfte eigentlich noch ziemlich gut sein. Nein, ist die Freeze-Time schon abgelaufen. Okay. Da hätte ich dran denken können. Habe ich aber nicht getan. Mit Absicht, das soll man ja den Pferden überlassen, ne? Okay, das sieht mal nach einer normalen Knife-Round aus. Wo Ronix Gaming den Start nicht verschlafen hat. Ah, Tatsache. Sieht es so aus. Und es ist auch so, dass Final Gaming hier die Seitenwahl hat. Und die werden swappen. Also es würde mich stark wundern, wenn sie jetzt noch auf der T-Seite starten möchten. Das sind zwei sehr CT-lastige Maps, die sie hier heute spielen. Ja, und da kommt der Swap. CT ist es. Auf der CT-Seite wird begonnen. Wir warten nur noch auf das Ready zur Pistol Round. Und da haben wir es. Ronix will loslegen. Final Gaming bespricht sich wahrscheinlich gerade noch kurz. Wie gesagt, Neuzugang Tolga ist noch nicht so lange dabei. Nuke wird nicht so oft gespielt. Da geht es jetzt wirklich darum, wer deckt wo. Und dauert anscheinend ein bisschen länger, das zu besprechen. Na gut. Aber hey, wenn man das Risiko schon eingeht mit Inferno, dann muss man eben auch damit leben. Oder ist es ready? Abfahrt in Runde 1 hier auf Map Nummer 2. Final Gaming gegen Ronix Gaming. 1:0 steht es bereits für ESG. Und ihr macht nochmal ein bisschen Stimmung im Chat für beide Teams. Denn für beide geht es um wichtige Punkte in diesem dritten Spieltag. An diesem dritten Spieltag. Und wir schauen mal, da sind Granaten dabei bei Kazuya. 5-mal Kevlar bei Final Gaming. Und da wird die Tür aufgenadet. Die Smoke wahrscheinlich schon bereit, aber erstmal fighten sie natürlich hier gegen STKO. Und der kriegt da echt einen dicken Shot. 3 AP nur noch. Und da gibt es die Predict Shots durch die Smoke. Da wollen sie natürlich schauen, dass sie nicht geholt werden, die Running-Spieler. Sie warten das mit der Smoke ab, vielleicht durch den gelegten Schacht runter, sondern in die Main rein. Frecher Move. Sofort der Blick natürlich oben auf die Strebe, aber da steht noch einer hinterm Silo, im Catwalk auch. Und sie sind die Main raus und gehen jetzt hinten Secret runter. Was ist denn das gerade bitte für ein Laufweg? Vorne Ronix Gaming. Währenddessen haben sie den letzten Spieler, der aus der Tür rausgelaufen ist, in den Schacht runtergeschickt. Der kann die Rotation da also abfangen. Und die einzige Gefahr geht jetzt eigentlich nur noch vom Spot selbst oder von der Rampe aus. Und Final Gaming weiß überhaupt nicht, was hier gerade passiert ist. Komm in den Schacht. Aber Kazuya macht es gut, bekommt 2 Kills, 1 HP, wird dann von der Rampe geholt. STGO schnappt sich sogar noch Crispy, das heißt, sie haben den Schacht jetzt komplett unter Kontrolle. Und Mirbit ist alleine, steht an der Tür Richtung Aquarium. Hat er eben auf Train recht gut geklickt und hier geht gar nichts. Und das wird auch ohne Diffuse Kit die erste Runde für Final Gaming. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel am Schacht verloren für Ronix Gaming. Gerade, dass STKO da von hinten nochmal rankommt mit seinen 3 HP, die er am Anfang ja an der Tür kassiert hat, ist, das darf eigentlich nicht sein. Da muss Ronix Gaming schauen, dass sie den Raum wirklich komplett halten und dass Crispy da nicht noch drauf geht. Ich meine, er war es, der da hinten dran stand. Aber richtig starker Go von Ronix. Sie smoken das an der Tür, als würde man den Schacht runtergehen wollen, flashen dann aber durch die Smoke, um dann eben Main raus Richtung Secret zu laufen, um unten die Bombe zu legen. Einer der ungewöhnlichsten Laufwege, den ich je gesehen habe, aber eine sehr schöne Idee und so das Spiel einfach nochmal ein bisschen verändert. Vielleicht auch zu lange mit dem Spieler oben am Heaven gefightet. Also wenn man den Plan hat, durchzugehen, durch die Main, dann würde ich auch einfach laufen, anstatt da oben zu kämpfen. Jetzt haben wir hier 2 Deagles. Cressy nur mit einer Glock. Es gibt den Refrag. Und nochmal Schaden gegen Selbo oben am Heaven. Cressy muss schauen, ob er hier an die Farmers rankommt. Und kommt nicht mehr weg. Zu viele Hits da in den Fuß. Aber trotzdem hat er die M4 seinen Teammates da noch bereitgelegt. Der ist der Spieler von der Main runtergedroppt. STKO. Er hat das gut gemacht. Nicht all-in irgendwie auf die Jagd gegangen, sondern gewartet, ob er einen sauber bekommt. So wie Kazuya den hier in Anführungszeichen sauber macht. Aber Syncs natürlich auch schon mitbekommen, dass da oben jemand fightet. Und Kazuyas Position ist eigentlich ziemlich klar. Der war noch hinten an der Mech-Halle.
wird hier jetzt noch umlaufen. Eigentlich schöner Fokus auf beide, nur die Headshots, die haben gefehlt. Dann wäre es echt eng geworden für Final Gaming. Aber sie kriegen die Folgerunde. Und es ist der gute Start, den sie hier brauchen, um die Partie vielleicht zu gewinnen. Vielleicht ist Nuke auch ein zu großer Gamble für Aronix gewesen. Ich will sie jetzt noch nicht beschreien, aber das, was ich in der Pistol da gesehen habe, ist einfach überlecker gewesen. Die Nate hier allerdings auch. Und das ist die erste Waffenrunde von Aronix durch den Plant in der Pistol. Und sie laufen direkt durch, wollen sofort den Raum an der Mech-Halle, sogar die Smoke Richtung Main. Chip, da hat sich da zurückdrängen lassen. Bedeutet jetzt natürlich, dass Final Gaming den Fokus am Heaven von der Pommes weglenken muss, um dann eben Richtung Catwalk zu schauen. Da ist Cressy auch nochmal verzögert durch. Das Spray von Chip da verrät seine Position, ist aber jetzt nicht so dramatisch. Die kann man erwarten. Und Faven ist hier sogar schon unten im Hell nach vorne gekommen. Hat gesehen, dass einer nach unten gedroppt ist. Den Kill will er natürlich lieber haben. Echt sauber damit gerechnet, dass da noch jemand hochkommt. Kazuya macht da noch zwei weitere. Oder macht da noch einen weiteren, insgesamt zwei. Dann erst wird er geholt. Sie fighten da stark an der Main. Jetzt ein Spieler schon unten. Cressy oben am Catwalk. Ich denke, mit der Kontrolle wird man dann in die Halle reingehen. Auch unten nochmal gecheckt. Hier ist also keiner. Faven hat unten noch seinen Kill gemacht. Oder halt den Spieler an der Rampe bekommen. Genau, hat den Spieler an der Rampe abgefangen, der über den Vorraum durchgepusht ist. Und die erste Waffenrunde sieht wirklich sehr gut aus für Aronix. Sie spielen genau das, was man auf Nuke eigentlich spielen sollte in der aktuellen Form. Und zwar die Kontrolle als T unterm Catwalk zu bekommen. Und die CTs müssen einfach mehr um die Kontrolle außen kämpfen. Und deswegen gibt es auch mehr Möglichkeiten für die T's, um Frags zu machen. Also deswegen mag ich die Veränderungen, die Nuke eben über die Zeit gemacht hat. So, natürlich auch die Fenster oben haben sich ein bisschen verändert. Die Kisten auf den Spots. Alles sieht ein bisschen anders aus. Alles ist ein bisschen verfeinert worden. So wie das eben ist, wenn eine Map schon ein bisschen länger im Map-Pool ist. Und immer wieder auch kritisiert wurde. Da muss auch direkt eine Eco für Final Gaming her. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Runde vor der ersten Waffenrunde eben zwei Spieler geholt wurden bei ihnen. Die Reserven sind da recht schnell Geschichte. Schön hier aufgepasst. Ah, das sieht mir nach einem GoTV-Lag aus, weil meine FPS halten eigentlich noch gut mit. Oder mein Download macht Probleme, fragt mich nicht. Auf jeden Fall hat Kazuya da zwei Kills bekommen. Und jetzt warten sie eigentlich nur darauf, dass Chip da sich irgendwo zeigt. Natürlich müssen sie irgendwann Richtung Spot vorgehen, aber im 4 gegen 1 heißt es einfach nur zusammenbleiben und traden im Notfall. Und selbst wenn man hier nur einen Spieler verlieren sollte, ist das immer noch okay. Für Aronix. Im besten Fall bringen sie natürlich alle fünf durch. So, Chip da. Hat es jetzt geschafft, die Rampe hochzukommen. Die zielen außen immer noch, im Underground noch fleißig ab. Haben jetzt von außen mal den Fokus weggenommen. Natürlich der Schacht im Blick. Für Kazuya muss auch klar sein, dass hier natürlich von hinten noch jemand kommen kann. So wie er gerade steht, wäre es ganz gut, wenn einer den mal auf den Catwalk hochschaut. Aber das macht keiner. Aber Chip, da kommt auch über den Vorraum. Und Aronix Gaming, die ja überwiegend über außen aufgebaut haben, werden darauf natürlich achten. Jetzt ist der Pommes-Spieler da nochmal runtergegangen, hat seine Position verändert. Für Chip, da ist das hier nur ein Exit-Frag, auf den er gehen will. Aber gut aufgepasst von Cressy. Kriegt noch ein bisschen Damage, geht noch down, da ist sie weg. Die Waffe, keine flawless round. Und dann der Bang noch durch die Wand von Faven. 2:2. Und Final Gaming hat eigentlich immer noch nicht genug Geld, um zu kaufen. Es tut so weh, Doppel-Ecos auf der CT-Seite von Nuke. Aber ich glaube, von dem Gedanken muss man so ein bisschen wegkommen. Man muss die Map einfach offener sehen. Und natürlich darf man das jetzt auch nicht irgendwie als Beispiel dafür nehmen, wie das in anderen Matchups laufen könnte. Wir haben hier immer noch einen klaren Favoriten. Ein vom Aiming her deutlich besseres Team auf Seiten von Aronix. Oh, hier wird mir überrascht. Oh, wie kann das kein Kill sein? Wie kann Xelbo da den Frag nicht machen? Zündst du mit dem Kill. Kazuya war schon durch. Hat er Chip da noch bekommen, aber geht dann auch noch down. Mit dem Bang durch die Smoke ist es allerdings ein 1 gegen 3 für Tolgi. Ich glaube, dass der seine AK oder die AK hier von Faven lieber saven sollte. Ja, da kommen schon die Granaten. Da wird sofort reagiert auf den Kontakt von
Kontakt gegen Tolki. Sogar der Bang hier. Man weiß ja noch, wo das Fenster war. RIP-Fenster. Na, schön, wie Tolki hier noch einen rauszieht. Wird das hier vielleicht nochmal eng? Der Molotow, er weiß, dass einer an der Ecke steht. Ah, und dann der Fokus. Einmal kurz rüberziehen. Er weiß aber natürlich nicht, dass Mirbitter nur 12 HP hat. Crispy darf am Ende den Kill machen. 3:2. Und auch da muss man sagen, Zelbo macht er seinen Kill, kommt er höchstwahrscheinlich sogar in die Pommes zurück. Auch wenn er die Waffe nicht bekommt, ist Mirbit dann eben nicht mehr im Spiel. Und sie haben ja eigentlich gute Frags gemacht. Also es ist ein bisschen schade, dass Zelbo da so veraimt hat. So, die Flash bereit. Cressy an der MAC-10 immer noch. Man hat viel Nahkampf auf Nuke. Wobei das auch recht trügerisch ist, wenn man außen erstmal vorgeht, hat man echt sehr lang viele Distanzen. Aber Mirbit ist da halt direkt den Underpass durchgekommen, hat einen Kill gemacht, ohne viel Schaden zu kassieren. Sofort eine dicke Rotation von Final Gaming, von außen Richtung Rampe nach unten. Schön mit dem Doppel-Molotow hier noch an die Seite und da darf sich Faven hier oben an die Rampe stellen und die Bombe wird unten schon gelegt. Sie haben sogar einen Spieler im Schacht drin, also es ist noch ein 5 gegen 4, aber insgesamt haben sie so viel Kontrolle. Wissen anscheinend genau, wie Final Gaming sich da bewegt, was sie höchstwahrscheinlich gemacht haben. Da macht Chip da zwar nochmal 2 Kills, aber sie sind schon auf dem Weg zum Saven. Und Cressy hört die Steps, da geht die dritte Waffe eben down, die sie da mit hätten durchbringen können. Zwar nochmal ein Kill von STK, aber jetzt ist klar, oh, die Doppel-AWP, habe ich gar nicht richtig gesehen, es tut mir leid, fällt mir jetzt erst auf. Hat allerdings auch nicht viel gebracht durch die Außensmokes. Und dadurch, dass der Catwalk jetzt eben nur so weit hinten ist, gibt es da keine Möglichkeit, da am Anfang mal ein bisschen drüber zu schauen. Und dadurch werden die Doppelsmokes außen natürlich noch stärker, als sie vornherein schon waren. So, jetzt lasst mich lügen, aber ich glaube, es waren alle Waffen, die da weggegangen sind. Auronix Gaming wollte unbedingt verhindern, dass die AWPs da durchgebracht werden. Das hat nicht funktioniert und dadurch müssen sie komplett nachkaufen. Wie schnell kommt Final Gaming auf das Spiel außen von Auronix klar? Dass jetzt nochmal mit den 2 gesaveten Waffen dazugekauft wird, kann man erwarten. Molotow direkt Richtung Main, auch hier schön getimt. Der Main-Spieler ist dadurch etwas verzögert, kann aber immer noch Richtung Tür schauen. Das könnte man gut nutzen, um schnell an der Pommes rauszukommen. Aber da hat Cressy natürlich nicht die beste Waffe, um Richtung Catwalk zu zählen. Ist auch wieder so eine Distanz, die man nicht vergessen darf. Aber Cressy spielt anscheinend ganz bewusst nur die MAC-10. Und sie sind außen halt auch direkt wieder durch. Da gibt es aber 2 Kills für Final Gaming. Auch wenn Tolki da noch down geht, ist das okay. Unten jetzt natürlich nicht mehr so viel Kontrolle. Der Rampe-Spieler geht nach unten, wenn ich es richtig sehe. Genau, Xelbo kann schon mal mit der AWP anhalten. Die Bombe bei Mirbit. Der wird erstmal an Crispy weitergegeben, damit Mirbit hier hinten stehen bleiben kann. Und die wird wohl hinter der Säule gelegt. Das heißt, Mirbits Position ist ganz wichtig. Sie droppen in den Schacht rein. Den Doppeldrop wie am Popdog auf Train kann man da nicht machen. Da geht Kazuya vor. Er weiß, wenn ihr hier den Kill macht, ist die Runde ziemlich sicher. Die Kontrolle über die Rampe zu haben, wenn die Bombe gelegt ist, ist gar nicht so schlecht. Aber die Bombe ist hinterm Silo gelegt. Das heißt, wenn sie Crispy hier holen können, aber der erstmal mit einem sauberen Shot, steht auch eigentlich nicht gut für die Bombe, aber kann unten von der Tür das Ganze abzielen. Und sie wissen, dass sie gegen die AWP hier am Schacht fighten. Das heißt, hier Shoulder peeken, der AWP Schüsse entlocken, genauso wie sie es hier machen. Dadurch kann Crispy sich ein bisschen besser bewegen. Und er geht auch nicht an den Diffuse und da wird STKO auch noch geholt. Kazuya kann hier unten echt überleben, der war doch gefühlt neben der Bombe. Danke Navi, sage ich da nur. Das gehört sich nämlich nicht. Da hätte er eigentlich drauf gehen müssen, ganz ehrlich. Das ist ein 5:2 und die nächste Eco für Final Gaming. Anstelle von Auronix würde ich jetzt gar nicht so viel Richtung außen machen, sondern eher erwarten, dass Final Gaming außen mit 3-4 Leuten nach vorne pushen wird. Ja, sie spielen das auch wieder über die Tür an. Da läuft man allerdings Gefahr, über die Spieler, die dann an der Main hinterher schieben, noch geholt zu werden. Vielleicht deswegen ein Argo mit Main Smoke. Sie warten aber noch ein bisschen länger ab. Molotov direkt hier vorne hin, dadurch können sie aber auch an der Tür nicht direkt raus, sind aber schon über die Pommes nach vorne. Und es ist niemand in der Halle direkt. Die Main ist abgesmoked, Molotov nach unten, das heißt, sie müssen sich jetzt hier auch aus dem Schacht rausbewegen. Ja, und Chip hat da gerade verraten, dass der Molotov auf jeden Fall seine Wirkung hatte, auch wenn er keinen Damage gemacht hat. Ja. Also, richtiger Call von Auronix, jetzt den A-Spot zu hitten.
Eigentlich auch ganz schön mit dem Molotow in die Ecke. Na, mir bitte. Das geht besser, das weiß ich. Jetzt nicht einschlafen hier, ne? Du hast heute noch zwei Maps vor dir. Es geht nämlich noch gegen Planet Key. Jetzt machen sie hier... Wollen sie die Exit-Tracks Richtung T-Base machen. Es wird die Entscheidung gefällt, allerdings den Großteil der Waffen Richtung Mech-Halle zu tragen. Soweit muss man eben nicht weggehen, um das zu schaffen. Crispy hier oben. Oh, springt in zwei rein. Und so gibt's doch mal eine AK. Nein, sie haben sie nicht bekommen. Wenn ich es richtig gesehen habe, war sie nicht dabei. Und Final Gaming geht wieder auf die Doppel-AWP. Die wahrscheinlich das Grundgerüst ist, um außen eben zu halten. Xelbo geht Richtung Außen und STKO Richtung Rampe. So, easy pick dagegen Faven. Ja, das ist der sehr schnelle Spawn. STKO hat an der Rampe auch einen Kill bekommen. Ein zweiter von Xelbo. Und schippt da sehr schön wieder den Fokus auf die Smoke. Aber ich glaube, er rechnet auch ein bisschen mit dem Laufweg. Die Bombe ist jetzt hinten an der T-Base noch down. Mirbit, ja, im Kreuzfeuer. Kann zwar noch die eine AWP aus dem Spiel nehmen. Ein bisschen gefährlich jetzt, dass Cressy da auf dem Schacht war. Aber auch da passt Chip da auf. Wir haben nochmal ein Lebenszeichen von Final Gaming. Vor allem, weil die Doppel-AWP gut funktioniert hat. Aber da müsste jetzt eine AWP von Chip da gelegt werden für Xelbo, genau. Dann kann man das nämlich weiterspielen. Und gerade Xelbo war ja wichtig mit seinen zwei Frags außen. Bedeutet für Ronix Gaming aber eigentlich nur... Die Granaten wie immer werfen, nur nicht über Silo gehen und dann kriegen sie die Kontrolle über Secret trotzdem. Ja, flashen hier jetzt schon mal vor. Man muss ein bisschen aufpassen, kann hier natürlich durch eine Smoke gebankt werden. Da darf man sich dann nicht aufregen, wenn es passiert, das ist dann so. Und zack, da wird vier Leute, die hier unten sind. Es ist trotzdem STK mit einem Kill, mit einem zweiten. Hat die Position sofort verändert. Die AWP ist anscheinend das richtige Mittel gegen das schnelle Spiel von Ironix Gaming. Die müssen jetzt hier allerdings ins Kreuzfeuer rein. Da könnte STKO auch nochmal aushelfen. Bleibt dann wieder ein bisschen defensiver. Lässt Tolgi da arbeiten. Und das ist sogar eine Flawless Round für Final Gaming. Also Ironix Gaming jetzt genauso gespielt, wie ich es mir eigentlich gewünscht hatte. Und trotzdem werden sie geholt, weil STKO da sofort rotiert ist. Sehr kluger Schachzug da von Final Gaming. Beide AWPs da sozusagen auf die Außenspieler anzusetzen, aber STKO eben nur, wenn sie außen durchkommen und Xelbo da nichts machen kann. Oh, schöner Molotow da in die Ecke rein. Ich habe keine Ahnung, wie weit der brennt. Okay, der ist nicht schön. Ich muss es nochmal sagen, der ist nicht schön, Leute. Werft ihn auf keinen Fall so. Absolutes Verbot von mir jetzt ausgesprochen. Für immer und ewig. Weil der macht, im Endeffekt brennt er wirklich nur diese Ecke, wo die Tür ist, aus. Und mehr nicht. Und da steht natürlich keiner drin. Oh, da hat Cressy zwei First Tracks bekommen. Ich hätte euch gerne gezeigt, wie der Laufweg von Cressy war. Der macht da noch einen dritten. Ist da blind, aber was für ein Movement von Cressy. Vier Kills von ihm. Und der ist blind aus dem Schacht rausgekommen. Ein Biest gerade mit den Beinen. Aber Final Gaming hat nochmal Geld für eine Doppel-AWP. Und ich glaube, Ronix hat diesmal über außen gar nicht so viel gemacht. Vielleicht auch einfach schnell den Schacht angespielt. Ich kann es euch leider nicht... Ich habe es nicht genau gesehen. Hier gehen sie jetzt wieder schnell außen, aber diesmal ein bisschen verteilter. Die Bombe verzögert... Wartet auf das Spray und geht dann erst durch. Also schön abgewartet. Die Smokes liegen so lange. Und werden jetzt wahrscheinlich unten erstmal einen Raum fighten. Und da steht Cressy. Wollte einen Doppelkill machen, aber da ist ja noch ein dritter Spieler auf dem A-Spot. Xelbo hat sehr viel Kontrolle über den Vorraum. Die bringt ihm gerade nur nicht ganz so viel, weil sie im Außen schon durch sind. Und wenn Chip da an der Main abgesmoked war, besteht sogar die Möglichkeit, dass sie über den Catwalk kommen. Und ich glaube, dass... Das Synx das oben anzieht. Also sie rechnen auch damit, dass sie hier umlaufen werden. Ich denke mal, dass Xelbo deswegen jetzt auch genau nach hinten schaut. Aber sie sind ja eigentlich unten durch. Die Tür unten ist auch aufgegangen. Das müsste doch eigentlich gecallt worden sein. Crispy macht hier oben nochmal Stress. Damit hält er einen Spieler hier an der Main fest. Ja, und da unten steht schon Mirbit. Gut geprefired von Synx. Und er wartet auch drauf, dass Crispy da eben runterdroppt. Die Flash rein. Und jetzt muss er eigentlich abwarten, dass Crispy kommt. Crispy ist auch genau in dem Moment runtergegangen. Ah, nicht so gut gespielt. Crispy will nicht an der Leiter stehen.
kannst du sauber machen, weil der Molotow verhindert hat, dass Synx da irgendwie weg kann. Ja, die Bombe liegt hinterm Silo. Der Molotow zwingt Crispy da nochmal zurück. Der wirft erst nochmal einen Molotow auf die Bombe. Kazuya zeigt sich da nicht am Loch, aber das wird immer größer. Das heißt, da muss er ein bisschen weggehen. Hat Glück, dass der No-Scope von Xelbo da nicht connected. Jetzt geht Crispy zwar nochmal down, aber es sind immer noch zwei Spieler, die Tolgi wiederholen muss. Und die Bombe tickt immer schneller. Er hat kein Kit. Das heißt, die Runde ist weg. Das ist die 8. Runde für Euronix Gaming. Und wie häufig die das einfach schaffen, hinter Final Gaming zu stehen, viel Damage zu machen. Spielen das sehr gut aus. Diese X-on-X-Situation, weil sie ziemlich genau wissen, wie Final Gaming reagiert. Einfach weil sie insgesamt wohl die erfahreneren Spieler haben. So, und Euronix Gaming rechnet auch mit der Eco-Kress, die hat wieder nur eine SMG. Hat der überhaupt schon mal eine AK gespielt, die er selbst gekauft hat? Ich habe immer das Gefühl, er spielt nur SMG und pickt dann das, was gerade besser, was für die Situation besser passt. So, hier geht's in die Mech-Halle rein und die Doppelflash da, richtig sexy. Dass Cressy da noch down geht, kann passieren. Guter Smokeplay von Chip da, aber auch sofort wieder aufgepasst. Und hier kommt Tolki super durch. Schöner erster Kill, aber da war die Sensitivity wohl nicht perfekt eingestellt, weil er viel zu weit nach links zielt auf den zweiten. Das hätte eigentlich ein Doppelkill für ihn werden müssen. Und so ist es dann doch eine Überzahlsituation für Euronix Gaming geworden. Aber vielleicht ist da noch was drin. Vor allem STKO mit der P250. Gefährlich. Auch nicht unmöglich, dass Synx mit seiner USP hier noch Damage macht. Aber sie stehen weit voneinander entfernt. Und jetzt ist der eine bekannt, der andere down. Und da arbeitet Kazuya schon dagegen, dass er in den Schacht reingeht. Kann ihn hier oben festhalten. Die müssen nur noch runter die Bombe legen. Aber was soll Synx hier mit der USP auch machen? Okay, einen Kill macht er noch. Schnappt sich die AK, die Bombe schön offen gelegt. Hat Crispy da vielleicht vor, in den kleinen Raum zu gehen? Nein, er geht zur Rampe, weil das der Laufweg ist, der eigentlich am längsten dauert für Synx. Das heißt, das ist die sicherste Position gerade für Crispy. Synx in den Schacht. Und hat das absichtlich leise gemacht. Er checkt es hier noch. Mibbit hat nicht das Timing. Und jetzt ist das One-on-One. Die Bombe ist nun mal offengelegt, aber auch sehr weit vorne. Das heißt, hier von der Rampe anzuzielen ist noch eine Möglichkeit. Ich dachte, es wäre zu eng. Und was ein Timing für Synx. Oder Timing-Pech für Synx. Und was ein Timing für Crispy. Das ist das 9:4. 14. Runde jetzt. Also 2 noch zu spielen. Und Final Gaming kann nochmal kaufen. Kommen hier vielleicht noch Runde 5 und 6 aufs Konto von Final Gaming. Oder wird das sogar eine zweistellige Halbzeit für ESG. Erstmal von hier die Fenster aufgeschossen. Oh, das könnte man so schnell machen, dass es die CTs gar nicht hören. Schönes Detail, das mir vorher noch gar nicht aufgefallen ist. Der Doppelkill aber gegen die Spieler außen am Rot. Sie wollten das mal aggressiver blocken. Was ein Klick noch von mir mit gegen den Spieler am Heaven auf die Distanz. Tolgi kann zwar noch mal 2 Kills machen, aber ist auch nur noch auf 15 AP. Und da brauchst nicht viel, um ihn zu holen. 10:4. Und auch hier muss man wieder sagen, es war eine Waffenrunde, die überhaupt nicht aufging. Die Koordination am roten Container hier, da standen 2 CTs und beide schauen in die Richtung. Also da muss mindestens einer eben ans Gitter schauen. Wenn nicht sogar beide. Warum nicht zu zweit die eine Seite blocken und sich dann um die andere kümmern? Sollte eigentlich besser funktionieren. So, eine Decoy hier nach vorne. Faven hat das schon so auf dem Schirm gehabt, aber da kam noch eine Doppelnate hinterher. Also ein One-for-One. Und Xelbo kann es auch mit der Deagle. Schöner Schuss. Da hinten, hinter der Main, der Spieler auch noch bekannt. Aber einer ist da schon von der Main runtergedroppt. Sehr guter Laufweg von Crispy. Aber da muss er jetzt mehr als einen machen. Bekommt den zweiten. Der Spieler in der Mech-Halle ist auch down. Es ist nur noch STKO in der Halle. Gegen 3. Hat da noch einen guten Winkel. Schöner Kill noch gegen Kazuya. Wäre ein Standard-Frag gewesen, aber dann irgendwie auch überfordert, dass da auf einmal eine Granate hingeflogen ist, ne? Good half. Hier leider nur von Euronix geschrieben. Für, ja, good half auch von Synx. Also das kommt natürlich. Die Jungs brauchen anscheinend noch eine Minute, um sich hier vorzubereiten. So, und ich check nochmal aus, wie meine Kamerafahrten hier funktionieren. An der müsste ich also auch noch was verändern. Alright. So, Final Gaming
braucht diese Pistol Round. Wenn sie sie verlieren, haben sie eine Waffenrunde, mit der sie sich zurückkämpfen können. Aber natürlich sind 4 CT-Runden verdammt eng, Entschuldigung. 11 T-Runden sind echt saustark von Aeronix und das sieht nach einem super guten 2-0 aus, wo sie gar nichts anbrennen lassen. So, und ja, ich sehe es einfach nicht. Es ist das klare Match, das man eigentlich erwarten musste. So leid mir das für alle Final Gaming Fans tut. Aber hier sieht man auch, warum man von Favoritenrollen eben spricht. Aber es ist auch, die ESG ist diese Klasse besser, weil anscheinend jeder in dem Team aktuell den Plan versteht, der durchgeführt werden soll. Ich würde hier gerade aktuell aber auch nicht wirklich sagen, dass die viel nach Plan gespielt haben. Es gab eine grobe Richtung, die immer vorgegeben wurde, Kleinigkeiten, auf die man in bestimmten Runden achten sollte. Aber meiner Meinung nach nichts, was jetzt sehr viel Feinmotorik für Aeronix gebraucht hätte. Sie haben schon sehr lose gespielt, ein Cressy, der gefühlt machen durfte, was er wollte, für viele Runden und auch für einige wichtige Runden verantwortlich gewesen. Das ist natürlich, das ist natürlich für Final Gaming auch nicht gut, weil wenn man sich das in der Demo später anschaut, ist es nicht so, dass man da irgendwie besser drauf reagieren kann. Da gibt es dann nur die Kleinigkeiten, was haben die auf ihrer T-Seite gemacht, was machen sie jetzt auf ihrer CT-Seite, wie stellen die sich auf, um außen zu decken. Das sind so Dinger, die man daraus eben erfahren kann. So, gerade mal schauen, es geht um gesunde Getränke. So, STKO's Mauspad schwimmt in Cola auf. Fuck. Das ist natürlich nicht gut. Cola ist ungesund, aber es ist Cola Zero. Okay. Das ist ja wiederum gesund. Oh, das würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Weil Orange frisch vom Fanta-Baum. Na gut. So, der Föhn wurde da von Major Rabbit gefordert. Habe ich das richtig gelesen? Vielleicht ist man da gerade dran. Das geht ja dann auch nicht so schnell. Oder als Profispieler immer ein Ersatzmauspad parat haben, ne? Ne, die zeige ich jetzt nicht. Weil die ist kaputt. Ich bin so gewohnt, dass die Halbzeit so schnell weitergeht, dass ich jetzt völlig überfordert bin, dass das so lange dauert. Nein, Spaß beiseite. Überfordert würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Vielleicht können wir einfach mal aufs Scoreboard eingehen. Das ist wieder dieses sehr ausgeglichene Spiel bei Aeronix. Faven, einer der krassesten Fragger eigentlich aktuell bei Aeronix Gaming, mit 9 Kills am Ende der Tabelle. Crispy mit 13 ganz vorne, aber da seht ihr, da ist nicht viel Unterschied zwischen den beiden. Gerade mal 4 Kills. Das heißt, jeder trifft auch. Jedes Duell wird gewonnen von Aeronix. Dementsprechend deutliche Partie. So spiegelt sich das eben auch im Scoreboard wieder. Auch wenn es da keinen einzelnen Ausreißer gibt, ist es halt insgesamt eine gute Leistung von Aeronix. Und auf der anderen Seite, ich glaube, wir hatten eben einen Spieler 1-19, als die Partie beendet wurde auf Train bei Final Gaming. Hier sieht es deutlich besser aus. Syngs, Tolgi mit 8, 9 bei STKO. Jetzt ist Final Gaming auch wieder ready. Und 10 und 11 bei Ship da. Also es ist nicht so, dass hier nur Totalausfälle bei Final Gaming zu verzeichnen werden. Da man erkennt an den Statistiken einfach, dass Aeronix eine Klasse besser spielt. Und damit muss man klarkommen. Das gibt es auch innerhalb einer Liga. Das ist so. Final Gaming hat ja hier auch noch nicht verloren. Ich will das hier jetzt schon immer so ein bisschen schön reden. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit zu gewinnen. Zum Beispiel hier über die zweite Halbzeit auf Nuke. Über eine sahnige Tierhälfte. Ich glaube noch dran. Und ich hoffe, alle Final Gaming Fans auch. Dann mutieren wir nämlich einfach mal zu denen.
So, die Fenster von den CTs aufgeschossen worden. P250 zweimal gekauft worden bei Xelbo und STKO. Und da gibt's außen eben das Duell. Und da ist der Headshot. Crispy down. Das ist der Grund, warum man die P250 kauft. Weil sie so gefährlich auf Distanz ist. Aber ernsthaft, wie kann er 88 HP haben? Der sitzt gefühlt auf einer Stelle und die schießen alles daneben. Schämt euch, Kazuya und Crispy. So nicht. So, Faven zielt nur die Main ab. Lassen das vorne an der Tür relativ frei. Aber ich meine, jetzt müssen sie langsam mal ein Risiko eingehen. Die Gefahr natürlich groß, dass man hier über den Catwalk geholt wird. Und der Drop von Cressy ist auch gehört worden. Und natürlich warten sie jetzt drauf, dass er reinkommt. Genau der richtige Move. Da geht er down. Kaum gepiekt. Schon umgefallen. Der Refrag von Shipta. Oh, da hat man auch gut geschwommen. Auf dem Mauspad wahrscheinlich noch ein bisschen viel Cola rübergeschwappt in Richtung Shipta. Die Alpen runtergesprudelt. Und Mirbit ist der Last Man Standing. Schon gespottet worden. Syngs. Oh, der macht 18 Millionen Shoulder Peaks, geht einmal rum und kriegt sofort das Brett. Das tut mir ein bisschen leid für ihn. Aber richtige Shoulder Peaks waren es nicht, weil er den Winkel nicht richtig eingeschätzt hat. 5 zu 11. Euronix Gaming verliert also die Pistol Round und wird in den Force Buy gehen. Spielen Doppel Scout und dreimal Deagle. Da ist auch dann schon alles aufgebraucht, weil zu den Deagles noch Kevlar gekauft wurde. Und wir sehen nur Rifles bei Final Gaming. Ich habe das, glaube ich, schon mal kritisiert. Boah, das ist auch ein dicker Shot von Faven. STKO, direkt kein Bock mehr. AK außen down. Aber der Fight gegen die Rampe, da steht Kazuya an der Deagle. Will hier vielleicht ein bisschen viel, dass er da nicht nach unten schießt. Und wird dafür auch bestraft. Geht down. Da ist zwar der Support von mir mit die Flash nach vorne. Das machen sie gut. Wo sind die Hits? Wo sind die Kills? Was ist denn gerade bei Euronix los? Da gibt es einmal ein bisschen längere Pause zwischen der Halbzeit. Komplett der ganze Skill verloren gegangen. Das war möglich, aber ich glaube, die Flash war nicht so gut. Und sie war natürlich auch abgelenkt. Gut aufgepasst hier von Chip da, dass da vielleicht schon jemand irgendwie in die Smoke reingekommen ist. Cressy ist heute einfach der Smoke-Criminal himself. Der so viele gute Smoke-Plays auch auf der T-Seite hatte. Folgerunde für Final Gaming und Euronix muss in die Sparrunde. Also das sollte doch eine recht leichte Aufgabe für Final Gaming werden. Kazuya geht sofort in den Schacht. Ja, außen ein paar Granaten gehört. Wie er schon hinschaut, wie er die Steps hört und zuordnet. Guter Schuss von Xelbo. Sind sie hier vielleicht? Vielleicht ist der Skill einfach rübergegangen, auf der T-Seite geblieben. Jetzt darf STKO und Co. hier die Schellenparty veranstalten. So, die Kontrolle über die Mech-Halle. Jetzt da ist alles ein bisschen langsamer als das, was Euronix gespielt hat, aber sie brauchen diese Ruhe im Spiel, weil sie wahrscheinlich noch mehr drüber reden müssen, was sie abzielen, wie sie es abzielen. So, Molotov oben noch gecheckt. Tolgi mit dem Kill. Man muss immer noch aufpassen, man kann sich da oben gut verstecken, aber wenn man die Tür raus ist und da schießt keiner, ist das schon ein gutes Zeichen. Der Molotov zwingt alle drei Spieler nach oben und Syngs drückt durch. Why? Why? Warum gehst du noch in den Molotov, Syngs? Das ist der Hass auf die Galil. Was macht er denn da bitte? Mann. Okay, erste Waffenrunde für Euronix Gaming. Die HE kein Damage gemacht, aber ihr seht, wie offensiv Euronix hier außen spielt. Mit einer Flash gearbeitet, einen zweiten Spieler noch am roten Container. Und die Smoke hier vorne, die aber von der T-Seite geworfen wird, falls es um die AWPs geht. So, der Kazuya, den Winkel da nicht richtig auf dem Schirm gehabt, von STKO bestraft worden. Aber da steht ja immer noch Faven in der Ecke. Und Faven ist ja auch so der Fuchs, der die Leute gerne mal ein bisschen durchlaufen lässt, wenn sie die Position da vorne nicht checken. Aber STKO ist gerade so drauf gefasst, dass da jemand offensiv steht, dass er da eigentlich hinschauen muss.
Das Gute für Aronix ist, sie wissen, dass außen niemand steht. Oder nur defensiv abgezielt wird. Das heißt, sie müssen sich um den Underground da keine Sorgen machen. Bis auf den jetzigen Moment. Weil da geht Faven down. Eine Minute noch, aber es gibt den Kampf um die Rampe. Mirbit geht da lieber auf Nummer sicher. Interessante Smoke. Oh, die ist gar nicht so schlecht. Denn die verschafft ihm jetzt sehr viel Spielraum. Kommt aber nicht schnell genug auf die AK. Da muss Crispy jetzt aushelfen. Die Bombe geht nochmal down. Das ist nur noch STKO. Gegen zwei. Ich denke, nicht unmöglich, dass der hier sein 4K insgesamt macht. Aber Crispy piekt das wieder sehr sauber, sehr schnell mit dem Headshot dabei. 12 zu 7 also. Aronix Gaming gewinnt die erste Waffenrunde, aber es gibt noch genügend Geld bei Final Gaming. Man kann hier nochmal kaufen. Und ich denke, hier kristallisiert sich für mich jetzt auf jeden Fall ein erster Meta-Change heraus. Wenn man den Topspawn auf der CT-Seite wahrscheinlich schnell ausnutzt, kann man außen gut nach vorne kommen. Man muss immer mit Granaten gegenarbeiten. Ihr seht, wie gut man das hier macht. Es gab ein bisschen Damage, das waren 3 AP nur, also nicht der Rede wert gegen STKO. Da muss man dann auch so ein bisschen die Eier haben, durch die Granaten der CTs durchzulaufen. Ein bisschen Schaden in Kauf nehmen. Wenn man die Duelle dann für sich entscheiden kann, hat man eben die Kontrolle über die wichtigste Position auf Nuke, über außen nämlich. Warten auch hier jetzt erstmal ab. Rechnen halt auch damit, wenn außen die Kontrolle für Aronix nicht so gut da ist, dass sie an anderer Stelle Infos sammeln. Da geht Mirbit nach vorne. Der aber auch sauber abgezielt von Chip da. Und der konnte nicht gecallt werden. So, Chip da holt dann auch noch Cressy. Kazuyas Position jetzt bekannt für Final Gaming. Ah, der Molotov kam nicht ganz an mit den Granaten da oben. Oh, Chip da! Eieiei, wie war das mit Bot Chip da, was wir da am Anfang hatten? Könnt ihm alle gerne nochmal den Clip schicken. Ich nenne das jetzt die Athenates. Das ist ein bisschen hart. Es tut mir leid für die österreichische Szene. Aber Chip da hat sich da gerade echt nicht mit Ruhm bekleckert mit den Granaten. So, Kazuya. Ja, auf dem Weg zum Saven. Final Gaming hat das schön schnell erkannt. Oder vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass sie außen durchgekommen sind und die Kontrolle eben bekommen haben und Aronix da nach vorne laufen wollte. Aber sie haben auch schön erkannt, dass sie dann eben im Vorraum abwarten, wenn da die Spieler kommen. Das ist gut gespielt. Ich will das jetzt hier nicht aufs Glück schieben. Das ist auch kein Geld für Aronix. Sie sind direkt resettet, wollen die Partie aber anscheinend schnell beenden. Mir wird nur an der CZ, ist ja kein Problem. Was heißt die Spieler-Flame? Jetzt kommt mal wieder runter. Ich verwerf oft genug Selbstgranaten. Das ist alles nur Spaß. Und wenn jemand zweimal hintereinander so eine Nade verwirft, dann ist das eben auch erwähnenswert, ja? Kazuya. Und ist auch nicht so, als hätte ich nicht gefühlt 18 Mal Final Gaming viel zugesprochen. Erstmal hier schöne Aktion von Aronix Gaming. Ungewöhnlich, dass man da so einen Flash-Move spielt, aber sie haben ja absichtlich die Rampe offen gelassen. Auch außen wird nur über Main gedeckt. Das heißt, sie wissen, dass über den Underground jemand durch kann. Aber es kann niemand unter den Catwalk. Zumindest nicht über außen, aber über Rampe. Und deswegen steht Cressy eben so und zählt ab, ob sie da nach oben kommen. Und unten hat man ja zwei Spieler, das heißt, da kann man abzählen, ob der Underground wirklich angegriffen wird. Das ist keine sehr gute Deckung, weil man mit wenig Informationen spielt. Man spielt immer nur mit dem Wissen, wo der Gegner eben langlaufen kann. Aber da kommt der Doppelkill, fast sogar der Triple von Kazuya, bevor er dann unten in den Pool fällt. Sofort die Rotation. Faven bleibt hier oben drin, muss aber nochmal zurückgehen. Kriegt auch nicht so viel Schaden, noch 79 HP. Und da kommt Cressy eben nach vorne und das ist super gespielt, dass Cressy noch über die Rampe hinterherkommt. Saubere Runde von Aronix und das war eben ein Force Buy. Sie hatten einen Plan, wie sie das machen. Geben dem Gegner viel Raum, wissen aber, was passieren kann. Spielen einen kleinen Flash-Move, mit dem sie den ersten Kill bekommen. Und wissen dann auch, wie sie rotieren müssen, wenn Kazuya da unten seine Kills gemacht hat. Also das ist schön, sehr schön. Da kann ich aber auch Final Gaming nicht viel Vorwurf machen. Das ist so ungewöhnlich, so eine ungewöhnliche Deckung von Aronix,
dass man da erstmal innerhalb der Runde drauf klarkommen muss, gerade als Ingame-Leader. Ja, wieder die Smoke außen. Sofort erkannt, dass das Timing hier gerade nicht gepasst hat. Crispy kommt nicht mehr in die Deckung, vor der Flash rumgezogen. Entschuldigung. Und Kazuya hat dann zumindest schon mal unten den Spot safe, wenn sie nach vorne kommen. Kann sich da auch schnell zurückziehen. Oh, Faven lässt sich da von Xelbo verladen, der mit der gepickten AK hier, mit der von Crispy, jetzt sogar die Heaven-Kontrolle erarbeiten kann. Und jetzt splitten sie das über Main und Heaven. Und auf dem Spot, nein, es Kazuya steht sogar unten, das heißt, auf dem Spot steht Cressy hinten am CT-Schacht, gut aufgepasst, direkt rumgezogen. Mirbit kann da aus der Pommes heraus noch einen Kill bekommen. Aber es ist die Überzahlsituation für Final Gaming, die hier gerade eine Eco spielen, und die sieht wirklich gut aus. Mirbit im Duell, jetzt will Cressy natürlich hochkommen, aber hier wartet STKO. Mirbit holt den Spieler da an der Seite nochmal ab, Mirbit drückt noch durch, aber Synx ist besser. 9 zu 13, wieder ein Reset für Euronix. Und wieder gucken wir aufs Geld. Das wird wieder ein bisschen schwierig mit dem Forceplay. Sie könnten das nochmal wie vorher spielen. Aber hat man da noch eine zweite Runde in petto? Final Gaming kommt hier gerade richtig gut ran. Und Euronix Gaming will das nicht zulassen. Sie spielen nochmal den Forceplay mit zweimal UMP und Farmers. Ah, und da geht's aber schnell die Rampe durch. Schöner Tempowechsel von Final. Sofort die Flash Richtung Hell. Der Blick nach oben. Faven wird gespottet. Gut getaggt auf 50 HP. Und bekommt sogar noch einen Molotov ab. Da muss er Richtung Spot weggehen. Bekommt aber noch eine Support. Okay, dicke Teammate. Für Faven natürlich ein Easy Kill. Die Bombe droppt auf den A-Spot. Nein! Chip da! Da darfst du nicht mit der Bombe hochgehen. Das darf so niemals passieren. Und jetzt seht euch hier Kazuya an. Headshot und weg ist er. So kommt Euronix Gaming hier vielleicht noch zur Runde. Die AK geht an Cressy. Faven soll mit der CZ da, mit den Low HP, vielleicht noch ein Positionswechsel. Ja, geht hier hinten hin. Okay, ist jetzt auch nicht so die beste Position. Aber er hat ja noch Cressy dabei stehen, der oben den Heaven abzielt. Faven müsste eigentlich einen breiteren Winkel wählen. Also sich mehr direkt an die Kante stellen, falls die Main reinlaufen. Also sie müssen natürlich um die Bombe fighten. Das ist jetzt kein leichtes Setup. Die Flash hier. Cressy. Boah, schöner Schuss da gegen Synx. Das sind wirklich starke Headshots. Und Cressy regelt das da sehr gut aus der Ecke. Aber toll, sie hat noch Bock. Aber nur auf den einen. Crispy beendet seine Odyssee. 14 zu 9. Oh, und das. Ach, die Runde ist eigentlich so gut gestartet für Final Gaming. Und dann geht Chip da mit der Bombe hoch, während seine Mates Nades reinwerfen. Er kriegt Damage, wird von Faven geholt und er hat die Bombe noch gehabt. Also, da ist so viel schief gelaufen in dem kurzen Moment. Das macht mich etwas sprachlos. Aber da, ich denke, daran erkennt man, dass Final Gaming auch eben nicht so viel Nuke spielt. Dafür halten sie sich hier auf der T-Seite aber wirklich gut im Spiel. Jetzt hier natürlich nochmal mit dem Force bei. Das ist auch ein Hin und Her hier gerade die letzten 5 Runden. So, Cressy. Ganz geduldig, aber was soll er auch machen? Er hat eben seinen Winkel. Und da, oh, wenn da der zweite kommt, aber Cressy hilft noch aus, da ist der zweite. Aber der kam von Xelbo, der war noch in der Backline. Und STKO denkt sich, ich hole mir erstmal die Waffe, die da vorne war. Während Xelbo hier noch weiter arbeitet, schön abgewartet mit dem Schuss. Geht auch durch die Smoke durch, sofort der Blick natürlich Richtung Heaven. Und der Schuss passt, Faven geht down. Bisher noch kein Kill für Euronix. Und Mirbit wird hier auch nichts mehr machen können. 1 gegen 5, er muss noch in den Spot rein. Hat da kurz überlegt, ob er nochmal bankt, aber wartet lieber ab. Und wahrscheinlich wird er hier an der Stelle noch seine Waffe saven können. So, da haben wir die Kamerafahrt, die ich gesucht habe. Ah, da läuft jetzt aber Tolgi zu ihm. Ah, der geht nochmal hoch. Kann sich da noch eine Farmers mitnehmen.
Und ich denke, dass da jetzt noch eine UMP im Spiel ist, wird Final Gaming nicht stören. Allerdings hat... Weiß ich gar nicht, ob Mirbit geschossen hat, ob sie wissen, welche Waffe er hat. Ja, geht doch nochmal ein bisschen weiter von der Wand weg. 14 zu 10. Und... Euronics Gaming immer wieder mit dem Geldproblem. Es geht wirklich hin und her. Da, sie gehen wieder schnell Rampe. Diesmal stehen aber zwei Spieler. Eine erste Nate rein und Mirbit will die Smoke vorne ausspielen. Der Support ist auch schon weg. Also das war nur für den Anfang so gespielt. Und Mirbit wird das ein bisschen zu heiß. Extra die Waffe gedroppt, um den Sound zu machen. Weiß jetzt nicht genau, welchen Vorteil ihm das da bringen soll mit dem Pistol Drop, aber wenn das ist STKO außen schon durch und ich glaube nicht gesehen worden. Einfacher Schuss dagegen Crispy, der wahrscheinlich nicht weiß, wo das gerade herkam. Xelbo zielt an und wenn er ein bisschen weiter geht, dann kann er den Kopf sehen. Und er geht nicht weiter. Das gibt's doch gar nicht. Ist Mirbit da jetzt in der Lage zu klatschen? Versucht noch wegzukommen und schafft das gerade so mit 4 HP. Da muss eigentlich noch ein Bang durchkommen. Machen sie nicht. Sie versuchen ihn weiter zu jagen. Am Ende gibt es keinen Kill für ihn. Sofort der Follow-up gegen Ship da. Der Molotov natürlich in den Schacht rein, um den Plant, oder um den Spieler direkt abzuschotten, der den Plant verhindern soll. Und STKO, da wird die Waffenspitze gesehen. Und trotzdem macht Kazuya nicht den Kill. Da hätte er doch eigentlich ein bisschen schneller rumziehen müssen. Und wo steht Faven? Wahrscheinlich am Saven, genau, am T-Spawn. Das müsste eigentlich hier sein. Ja, da ist er. Und laufen sie da jetzt hin? Das ist dann Runde 11, also Final Gaming ist hier noch nicht raus. Und das ist jetzt auch eine Folgerunde für Final Gaming. Das heißt, zum Nachkaufen ist da eigentlich nichts da für Euronics Gaming. Oh, wow, 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 wow. Da kommt auch die Pause von Euronics. Taktische Besprechung. Wo ist das Problem? Ich sehe es gerade vor allem an der Rampe. Final Gaming baut gar nicht so viel über außen auf, sondern sie challengen Mirbit an der Rampe wirklich sehr gut. Der hat sich eigentlich bewusst dafür entschieden, die Rampe aggressiver zu decken, eben an der Rampe stehen zu bleiben und da Kills zu machen. Und dann hat er sich mitten in dieser Überlegung nochmal dazu umentschieden, zurückzulaufen. Und da hat sein Timing dann eben nicht mehr gepasst. Er ist gerade mit 4 HP rausgekommen und das willst du eigentlich nicht. Du willst eigentlich beim ersten Contact, wenn da an der Rampe jemand kommt, wenn du merkst, sie pushen da jetzt vor, dann willst du runterlaufen. Und das hat er anscheinend nicht ganz realisiert, wie weit vorne Final Gaming da eben schon stand. Ich denke mal, dass Euronics hier jetzt noch eine Eco einlegen wird. 1-9 haben sie jetzt bekommen. Nächste Runde 2-4. Und Euronics bespricht sich wirklich lang. Wir können da währenddessen natürlich nochmal aufs Scoreboard schauen. Und ihr seht, das Scoreboard ist wild durcheinander gewürfelt. Faven immer noch ganz das Schlusslicht, sogar insgesamt. Tolgi, der von den Kills der schlechteste Spieler bei Final Gaming gerade, hat 14 Kills, während Faven 13 hat. So, aus Versehen an Bind bei Cressy. Und 19 Kills bei Mirbit, aber insgesamt immer noch sehr ausgeglichen. Das gilt natürlich auch für Final Gaming. 14 bis 19 ist stark, die Pause kann auch rausgenommen werden. Euronics Gaming ist also bereit und zwei auf Toilette. Alles klar. Großer Fehler. Ein großer Fehler von den Final Gaming Jungs hier auf Toilette zu gehen. Man sollte eigentlich den Druck beibehalten. Ich zitiere übrigens Knochen, Leute, das kommt nicht von mir. Weil jetzt hat man Hände gewaschen, andere Temperatur an der Hand, ne? Ihr wisst Bescheid, das ist dann sofort ein anderes Gefühl an der Maus. So, aber die Pause auch raus. Beide Spieler wieder da.
Jetzt mal schauen, das ist auf jeden Fall die Eco von Neuronix. Mit der einen Waffe bei Faven. Spielen dann Halle Stack, die Tür direkt auf. Vielleicht rechnet Final Gaming hier jetzt eher mit einem Rampe-Push, deswegen warten die zwei Spieler hier auch an den Snacks. Aber Neuronix geht lieber den Read ein, dass es ein schneller A-Push wird von Final Gaming und steht damit vier Leuten bereit. Und an der Rampe geht Faven mit der Waffe eben nach vorne. Wird gespottet. Und der kommt nochmal in die Deckung rein. Laufen sie ihm jetzt hinterher. Sie dürften eigentlich gesehen haben. Schippt das Maus irgendwie kaputt? Nee, der funktioniert noch. Dürften gesehen haben, dass da die M4 stand. Und sind immer noch so passiv. Außen ist STKO ein bisschen am Stress machen. Aber gefühlt interessiert niemanden, was außen passiert bei Neuronix Gaming. Die sind sich so sicher, dass hier der Spot direkt angespielt wird. Die Main Smoke. Und STKO verliert seine Waffe, aber konnte Faven zumindest nochmal sehr stark tanken. Wir dürfen nicht vergessen, da sind nur USPs dabei bei den restlichen Spielern von Neuronix. Das heißt, dass das, damit das hier funktioniert, müssen sie gemeinsam stehen. Und Reflex zu verhindern, wird ganz schwer für Neuronix. Chip da. Bereitet die Flash vor. Die geht raus, von der drehen sie sich weg, aber schießt natürlich rein. Da gibt es nochmal einen Team-Headshot, aber Doppelkill für die Spieler an der Tür. Faven hier oben macht nochmal einen Fragment, da ist es nur noch Xelbo. Den werden sie höchstwahrscheinlich auch mit der USP bekommen können. Der No-Scope gegen Cressy passt. Ich weiß nicht genau, wo der gerade hingeschossen hat. Auf jeden Fall nicht in Xelbo rein. Und Mirbit wartet jetzt nur, dass der sich zurückzieht. 20 Sekunden. Und am Ende macht Faven den Kill. Und mit einer Eco holt Neuronix Gaming die 15. Runde. Sehr schöner Aufbau von Neuronix. Eigentlich wusste Final Gaming, was da vor sich geht. Die M4 gespottet an der Rampe. Und am Ende gehen sie trotzdem in die Halle rein. Die Flash ist an sich eine schöne Idee. Aber das Setup von Neuronix Gaming einfach zu gut gewesen. 15:11. Und 4 Matchpoints damit für Neuronix. Es sieht alles danach aus, als würden sie ihre weiße Weste bis hierhin behalten. Aber sie müssen heute ja nochmal ran. Ich erinnere euch gerne nochmal dran. Im Anschluss an diese Partie spielt Neuronix nochmals. Und zwar gegen Planet Key Dynamics. Auch ein Abstiegskandidat aktuell. Die spielen aber gerne 1:1. Und da bin ich mal gespannt, wie auch das Map-Veto aussehen wird. Aber erstmal beginnt Kazuya die Runde mit einem AWP-Shot. Kurz mal schauen, er steht hinten an der City Base. Eine ja, sehr wichtige Position. Der Drop Richtung Halle. Aber Cressy steht hier am CT-Schacht und da ist STKO ungesehen durchgekommen. Kazuya hat es aber gesehen, hat damit gerechnet, dass das passieren kann. Auch noch den dritten Spieler da außen gespottet. Da könnte Crispy jetzt eigentlich mal eingreifen, aber solange er hier lebt, ist das natürlich auch super für die Spieler in der Main. Ach genau, Crispy hat Kazuya angesagt, so rum ist es gelaufen, dass da jemand von der Main gedroppt ist. Vermute ich, deswegen hatte Kazuya da auch den Fokus. So, Faven hier oben an der Strebe. Hat keinen Molotov. Smoked jetzt aber hier unten auch noch schön tief rein. Solider gewählter Winkel. Sie gehen aus der Tür raus. Cressy hat sich da schon mal gezeigt. Und Faven will da noch aushelfen. Für Cressy ist das jetzt natürlich schwer. Kommt aus dem Molotov nicht raus. Aber Tolgi, Last Man Standing, im Duell gegen Mirbit auch noch einen Großteil seiner HP verloren und der Molotov, der besiegelt es dann. Das ist es, das 16:11 für Neuronix Gaming und damit das 2:0 hier am dritten Spieltag für das Werksteam rund um Crispy. Und ja, damit ein erwartetes 2:0, aber die zweite Map doch knapper als gedacht. Schön gekämpft noch von Final Gaming, hier nochmal in den zweistelligen Bereich zu kommen, nachdem man eben 11:4 hinten liegt, ist nicht einfach, gerade wenn man auf der T-Seite von Nuke sein Comeback starten muss. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, gegen zu viele Ecos oder Force Buys verloren, nicht perfekt koordiniert das Spiel und in diesem Sinne leider auch verdienter Sieg für Neuronix Gaming. Wir haben jetzt gleich ein Interview für euch. Lasst mich da gerade nochmal checken, wen wir da haben. Und zwar Kazuya, den Ingame-Leader von Neuronix Gaming, der mich hier gleich begleitet. Und er ist sogar schon da. Ja, nice. Also, hallo Kazuya, schönen guten Abend. Hi. Hi. Alles klar bei dir? Oh ja, alles klar. Alles klar, okay. Also an sich ist es für euch heute ja so der richtige Einstieg in die 19 Damage Liga. Ihr habt ja schon gegen Berserk 2:0 gewinnen können. Jetzt müsst ihr hier direkt gegen zwei Kandidaten ran, wo ihr auf dem Papier wisst, dass ihr gewinnen müsst, weil es eben zwei Abstiegskandidaten sind.
Wie lief das Spiel gegen Final Gaming heute, sag ich mal, in der Vorbereitung? Habt ihr euch überhaupt vorbereitet oder habt ihr gesagt, wir ziehen einfach unser Ding durch, wir sind aktuell so gut drauf, die machen wir platt? Also wir haben uns eigentlich gar nicht vorbereitet diesmal, weil bei denen ja auch ein Wechsel anstand und ja, da haben wir uns einfach auf unseren eigenen Stil verlassen. Okay, Map-Veto habe ich so ein bisschen mitbekommen. Habt ihr euch nach mir gerichtet anscheinend? Zumindest hat mir Daniel das so gesagt. Aber das, was ich auf Nuke gesehen habe, zeigt mir auch, dass ihr Nuke gerne im Map-Pool drin habt. Woran liegt es, dass ihr euch auf Nuke so wohl fühlt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also als die letzte Änderung auf Nuke kam, haben wir ein paar Mal mega auf den Sack bekommen und haben da viel Analyse reingesteckt, warum wir da jetzt durch, obwohl die Änderungen eigentlich nicht so erheblich sind, sage ich mal, trotzdem so krass andere Resultate dann auf einmal hatten und das hat sich dann so entwickelt, dass wir da immer ziemlich gut drauf performt haben und ja, das wurde dann zu einer unserer Stamm-Maps. Okay, eure T-Pistole hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, das muss ich auf jeden Fall mal loswerden. Jetzt ist es so, dass ihr jetzt mit 4-0 immer noch ungeschlagen dasteht, jetzt kommt gleich noch Planet Key Dynamics. Denkst du, gegen Planet Key Dynamics wird es definitiv härter? Ich meine, da sind ja auch ein paar alte Bekannte dabei. Also im Normalfall, wenn keiner von denen individuell ausrastet, sollte es eigentlich relativ klar sein. Mhm. Aber wenn natürlich jemand immer extrem on point ist in wichtigen Runden, dann kann es immer schwer werden. Also man hat es jetzt auch gerade auf Nuke gesehen, da haben wir beide Pistols verloren und dann kamen wir auf diesen extrem langsamen Spielstil nicht richtig klar. Und dann war immer so, immer der Force gewinnt gegen den besseren Buy eigentlich, bis wir dann am Ende halt, sie haben einfach nur noch kommen lassen. Und ja, so ähnlich wird das gegen PKD wahrscheinlich auch aussehen. Okay, dann will ich dich auch nicht länger aufhalten, denn das andere Match geht ja auch gleich schon los. Vielen Dank fürs Interview und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, kein Problem, gerne wieder. Alles klar, hau rein, mach's gut. Okay, damit, ja, Interview beendet, aber ich denke, wir sind auch schon bereit für das nächste Veto. Jetzt müsst ihr mich aber ganz schnell hier das einstellen lassen. So, genau, das ist das Match. Ich schaue auch nochmal 20.50 Uhr oder direkt nach dem Vormatch-Interview. Perfekt, okay. Wir warten also auf den Veto-Start. So, und ja, wie gesagt, wir